Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Battle Royale. Und heute mal mit einer ganz anderen Konstellation, denn heute ist der Daniel bei mir. Hallo Daniel. Hallo. Bisschen mehr Euphorie, weißt du? Ich glaube, das ist ja ein nettes Spiel. Du kannst jetzt auch... Ja, toll, ne? Bist du direkt neben mir oder was? Ja, du bist da vor mir und ich sitze hier ganz links an der Seite. Der gerade einen Kopf gedreht hat? Streamline-Server.com. Das ist alles so unscharf bei dir auch. Ja, pass auf, jetzt gleich gibt's ein Gewitter. Und nicht, dass du erschreckst, aber... Und dann werden wir rausgeschmissen. Und dann fliegen wir. Und dann musst du dann irgendwann deinen Fallschirm aufmachen. Nicht zu spät. Und gib nicht zu viel ich Gas nach unten. Ja, Mausrad. Also. Mausrad und dann siehst du oben. Kannst du den Fallschirm denn aufmachen? Ja, nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Und du kannst so ein bisschen lenken. Ja, der Boden ist schon so nah. Ich mache ihn mal lieber auf hier. So. Ja, gib ein bisschen, gib nicht so viel Gas. Weil, versuch irgendwas anzusteuern. Haus oder... Straße. Eine Straße. Ja, also von mir ist es 2,7 Kilometer weg. 2,4. Bist du der Typ, der nie wieder ist? Nein, nein. Guck mal, wie viele hier abspringen. Und alle überall verschieden. Und deswegen wird das... wir müssen uns deswegen immer so einen Treffpunkt ausmachen. Und das war eigentlich schon ganz gut, was wir uns da ausgesucht haben. Hier ist ein Turm oben auf dem Berg. Ja, hier ist aber nicht viel. Stratis ist keine so schöne Map dafür eigentlich. Und hier steht ein Fahrzeug. Das versuche ich mir sofort zu fallen. Ja, das kannst du, aber damit erkennt man dich natürlich auch schnell, ne? Oder man hört dich und sieht dich schnell, ne? Ich hab ne Geil, damit überfahre ich jetzt erstmal ein paar Spieler. Haben wir alle noch keine Waffe. Genau. So, ich bin auch gelandet. Steh auf, Junge. Los. Und ab zum Treffpunkt. Da läuft auch einer. Neben mir läuft einer. Einer ist direkt oben. Hello, Guy. Arschloch. Gibt gar keine Antwort, ey. Zwei sind schon tot. Hey, wie haben die das denn schon geschafft? Ja, die sind vielleicht nicht gut gelandet oder so. Weißt du, wenn du zu schnell landest, ne, und zu viel Gas gibst, dann stirbst du auch. Denk an unseren Treffpunkt. Du musst ja, wir müssen uns ja nicht sofort da treffen. Aber da unten findest du wenigstens immer mal irgendeine Schusswaffe oder sowas. Warum? Medipacks sind wichtig. Essen und Trinken brauchst du nicht. Medipacks brauchst du aber. Und die Fahrzeuge Inventar? Ja, da findest du meistens Medipacks. An dem ist schon mal nichts drin. Und nimm keine Rücksicht auf mich. Wir müssen uns nur nachher versuchen, irgendwie... Vielleicht treffen wir uns oder vielleicht schaffen wir es und können eine Weile zusammenarbeiten. Ansonsten dann später vielleicht oder so. Ich nehme mal an, dass du sowieso der Bessere sein wirst. Muss nicht gesagt sein, ich kann auch sofort tot sein. Ich höre ein Auto. Ich höre Hupen. Ich hupe. Ja, aber ich bin jetzt unten im Tal. Ich laufe Richtung unseren Treffpunkt. 1,9 Kilometer noch. Kommt irgendeiner zu mir an, gerade hier hoch. Ja, fahr lieber. Weil da oben gibt es ein paar Häuser, da finden die schon mal eine Pistole oder sowas. Und die sind hier rücksichtslos. Also hier hast du auf jeden Fall keine Chance. Auch wenn du sagst, komm her, ich spiele alleine und ich möchte gerne mit jemandem zusammenarbeiten. Die sind total rücksichtslos. Also entweder du hast vorher von vornherein jemanden, mit dem du zusammen zockst oder... Alf erschießen. Sack. So, okay. Ich bin jetzt hier mit meinem kleinen Auto zum Militärlager hin unterwegs. Ja, ich würde es vorher abstellen. Also ich gehe jetzt gerade durch das Tal. Ich habe noch 1,6 Kilometer. Ist natürlich ein bisschen was, ne? 2,0. Und ich habe hier gerade noch so eine Plattform gefunden. Ich weiß aber nicht, ob ich... Ja, wenn du natürlich irgendein Gebäude oder sowas, dann solltest du schon anhalten, ne? Oh, die rote Zone beginnt. Rote Zone bedeutet Bombardement. Also das ist so ein Kreis und da würden Bomben abgeschmissen. Wenn du da drinnen bist, dann hast du auch gelost. Und danach
kommt dann nach 5 Minuten die blaue Zone. Und das ist dann der Kreis. Und du musst immer versuchen, in dem Kreis zu bleiben. Das kennst du ja. Und hier kommen halt keine Zombies, wie bei dem Arma 2, sondern hier verlierst du einfach nur Leben, wenn du außerhalb des Kreises bist. Du Okay, was kannst finde das ich denn in zwar den Gebäuden? mit Medipacks kannst du dich noch eine Weile aufrechterhalten, aber es ist halt sehr, sehr schwer. Du understand? Ja, das ist Gut. schon. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass du mir gar nicht richtig zuhörst. Ach doch, ich bin hier nur total am jetzt schon rumsuchen und Unterwäsche. Ja Ah, da sind gut, die wenn ja. du Gebäude findest, solltest du auf jeden Fall. Rucksack ist auch wichtig, also Schon wenn auf dem er. Rücken. Hast du schon? Ach geil. Ja, ich habe noch gar nichts. Aber ich laufe halt gleich direkt zum Militärlager. Manche, die fliegen, die schaffen das halt direkt dahin zu fliegen, weißt du? Auch am Flughafen, da findest du natürlich richtig geile Waffen und alles, ne? Aber da will ja jeder hin. Also Beim Flughafen ich war aber auch wahrscheinlich sehr schon gut. da. Also ich habe auch schon da mal eine Zeit lang überlebt, aber ich habe einmal bin ich, glaube ich, Dritter geworden, aber ich habe nie einen gesehen. Und das war auch scheiße. Da bist du Dritter geworden und weißt nicht warum, quasi, ne? Ich habe nach 800 Meter bis zu dem Militärlager. So, ich habe hier jede Menge Waffen. Kram, keine Waffen, Du Kram. kannst, wenn du einen Rucksack hast, kannst du natürlich noch eine zweite Waffe mir mitnehmen, ne? Wenn du, ich kann dir ja sagen, sobald ich eine habe, kannst du die ja dann wegschmeißen. Dann kannst du dir, musst natürlich auch zusehen, dass du genug. 11 sind schon tot. Das ist geil. Das sind 21. alles die beim Militärlager rumwurschteln, ich sag's dir. Ja, lasse sich töten, genau. Also wir hatten gestern ein bisschen Pech. Gestern war die blaue Zone sehr weit immer entfernt. Man sollte halt immer versuchen, dann, sobald man irgendwelche Ausrüstung hat, dann sich in der Nähe von der Mitte der Karte irgendwie so ein bisschen aufzuhalten. Es ist natürlich sehr gefährlich, wenn du hier nach zum Flugfeld oder sowas gehst, weil kannst dir ja vorstellen, der Weg bis zur Mitte ist natürlich dann weit. Wenn du ein Fahrzeug hast, geht es vielleicht noch, aber. Ach, ich höre die Osprey. Ah, alles klar. Bombardement ist etwas im Osten. The Red Zone has started. Check the map. Hat mir einer mein Auto geklaut. Echt? Das ist ja Jo. geil. Ich habe noch 250 Meter bis zum Militärlager. Ja, gut. Ich laufe halt direkt zum Militärlager. Da sage ich mir dann immer entweder oder. Ich muss ja irgendwas haben. Oder ich Aber brauche. derjenige, der mir mein Auto geklaut hat, hat die AK Tactical SG liegen lassen. Und das ist natürlich ein riesiger Fehler. Ich habe hier eine dicke, fette AK. Ja, aber hast du Munition auch dafür? Zwei Magazine voll. Gut, sehr gut. Eine PDW mit jeweils zwei Magazinen, zack. Und die AK, die wird, glaube ich, ordentlich Schaden machen, Ich oder? bin am Militärgelände angekommen, unten in Maria. Also hier ist man noch relativ, ich sag mal vorsichtig. Die AK ist eine gemoddelte Waffe, die gibt es nicht regulär. Kann schon sein. Dann gibt es noch eine Pistole hier. Der Spieler, der hier rumrennt, der ist jetzt tot. Hast du ihn getötet? Nee, noch nicht. Ich gehe den jetzt jagen. Der hat keine Waffe, nichts. Der stirbt jetzt. Der Ich jetzt nicht habe da zufällig eine Munition Waffe drin gefunden. findet. Mein Problem ist, ich muss noch einen Rucksack finden. Ich habe einen Rucksack gefunden. Es war kein großer, Der aber. steht hier in der Ecke und kann nicht raus aus dem Haus. Entfernungsmesser gefunden. Das ist geil. Hallo. Guerillakittel, Taucheranzug brauchen wir nicht. Los, Junge, lauf. Mir abgeknallt. Aber ein bisschen bitter, er konnte gar nichts gegen mich machen. Er hatte keine Waffe, nichts. Hast du ihn Ich habe ihm getötet Kopf oder geschossen. was? Ich habe ihm den Kopf geschossen. Boah, du bist ja Mörder. So arschlochmäßig habe ich noch nie gespielt.
Das ist das erste Mal wirklich in deiner Aufnahme, dass ich wirklich gespielt habe wie der letzte Arsch. Ja, gut, ich hab's ja nicht gesehen. Ist auch nicht schlimm. Ich sag dir, hier musst du zusehen, wo du bleibst. Ich hab eine PDW. Nee, eine P07 mit zwei Magazinen. Das ist schon mal was. Jede Menge Munition für etliche Arten von Waffen. Jetzt muss ich erstmal die Karte checken. Aber der tat mir irgendwie ein bisschen leid, ey. Das war jetzt scheiße von Ich mir. habe sogar, das ist sogar eine Silencer, ey. Hier Ich ist so hab ein eine Silent Schweinchen. Pistol dabei. Ist das Ding eigentlich Zero Bar, was ich habe? Sogar Zero Bar. Ach, das gibt's doch gar nicht. Mal auf 100 Meter runter. Das ist eine gemoddelte Waffe, Alf. Die gibt es gar nicht, die AK hier. Mein Gott. Warte mal, wie geht denn das nochmal? Was denn? Ist alles zum Kotzen. Jetzt ist das weggepackt. So, Rucksack, okay, ist egal. Hier ist eine Weste. Hey, auch schon einen. Wollen wir gerade gucken. Da haben wir was, da haben wir was. Ich habe ein Medipack verloren, verdammt. Ich habe noch zwei. Klopfen. Da ist noch ein Rangefinder. Ist ja Habe ich geil. schon einen dabei? Ein Rangefinder? Entfernungsmesser, ja. Wow. Ich hatte Glück gehabt mit meinem Haus, glaube ich. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Ja, zwei Waffen und eine dritte schallgedämpfte Pistole und davon eine AK. Es ist schon. Das ist schon geil, ja. Ja, du hast ja bei solchen Spielen immer recht viel Glück. Wobei ich Ein das. Kill habe ich auch schon. Ein Kill hast du auch schon. Wobei es mir darauf eigentlich gar nicht so ankommt. So, ich laufe weiter. Oder wo bist du denn jetzt ungefähr? 1,7 Kilometer vom. Militärlager entfernt. Ja. Ich gehe schon mal langsam in das Militärlager. Oder warte, nee, warte mal, in dem Militärlager bin ich doch. Ich rede ja Quatsch. Wenn du vom Militärlager Richtung Stadt guckst, ist auf der linken Seite ein Turm. Also weißt du, kennst ja die Türme, ne, mit den Nummern drauf, diese Militärtürme. Dahin werde ich mich jetzt begeben. So langsam. Ich laufe hier so ein bisschen durch die Stadt. Kellerlager Richtung Stadt, alles klar, sehe ich, ja. Weil ich muss ja auch noch eine bessere Waffe finden. Kacke, dass mir der Spieler mein Auto geklaut hat. War ich so schön schnell, aber das war nur eine Limousine. Da haben zwei Schüsse, du bist tot da drin. Ich habe jetzt eine Tarnweste. Kann man sich unsichtbar machen. Hey, ehrlich jetzt? Quatsch. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen. Jetzt habe ich eine PDW. Schau mal, das ist schon mal nicht schlecht. Ich sehe noch gar keinen Kreis. Ist auch noch keiner, ne? Doch, jetzt kommt da ein roter, aber der ist viel zu weit weg von mir. Wir müssen auf der Karte gucken, was für ein blauer Kreis ist. Gibt's hier GPS als der GM? Ja, Ja. GPS kannst du auch anmachen. Dann sehe ich, dass ich im Bodenkreis bin. Nee, roten Kreis sollst du nicht sein. Wir müssen im blauen Kreis sein. Erste Hilfe.
bin aus dem roten Kreis rausgelaufen. Alter, da geht's, das Bombardement ist ja heftig. Ja. Also wenn du da drin bist, bist du ja wirklich tot. Hier ist noch eine Pistole. Inventar. Oh, hier ist noch eine 45er. Also ich habe jetzt eine PDW und das sieht schon ganz nett aus. Wirft das Flugzeug immer noch was ab? Natürlich. Das Bombardement ist auch jetzt woanders. Wir dürfen uns... müssen jetzt aufpassen, so ein bisschen. 13 Leben noch, ne? Ja, die können doch verdammt nochmal überall auf der Karte sein. Ich habe noch ein Medipack gefunden, geil. Laserpointer, was sind das? So Laserziele mit markieren, glaube ich. Ach so, oder nee, auf die Waffe, auf die Waffe tun. Nee, geht aber hierbei nicht. Ja, gerade wird es auch nicht gehen. Also ich gehe jetzt, werde mich zum Turm begeben. Wobei ich mich eigentlich lieber wieder. Wo bist denn du? Bist du schon beim Militärlager? 1,3 Kilometer vom Militärlager entfernt. 3 Kilometer? 1,3. Ach so. Dann komme ich dir entgegen, glaube ich. Ist mir lieber. Weil wir müssen da uns. Oben einen Turm. Ich weiß ja gar nicht, in welche Richtung du laufen musst. Ich weiß nicht mal mehr, in welche Richtung. Ich laufe Richtung Norden zu dir. Kampfanzug. Ravenweste. Piloten. Eieieiei, was nehmen wir denn da? Ey, heute läuft es also von Sachen her ganz gut hier. Ich habe eigentlich relativ schnell eine Waffe gefunden. Ja, das ist aber nicht immer so. Ich glaube, das ist immer so. Ah ja, ist klar. Oh, hier ist noch eine schallgedämpfte Waffe. 9 mm. Was habe ich denn für eine? Auch eine 9 mm, 21. 30 Schuss. Geht die auch da rein? Ja. So, dann haben wir jetzt... nehmen wir die oder nehmen wir... P0107 oder eine Rock 409? Die Rock ist ziemlich stark. Nee, die Rock war nicht ziemlich stark. Oh, ich weiß nicht. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ist auch egal. Wichtig ist, dass man eine Waffe hat, glaube ich. Ich glaube, nachher ja, fragt ihn keiner mehr. Unterlaufgranate, ha? Ich höre ein Auto. Und die Restricted Area ist unter uns. Hier, Alf, wir müssen in die Restricted Area in 5 Minuten. Wir müssen weit tiefer. Wir müssen südlich gehen. Ich komme zum Militärlager und dann müssen wir am besten über den Berg. Ich bin schon über den Berg rüber. Ich habe es noch nicht geschafft, den Berg rüber zum Militärlager. Ich bin gleich wieder im Gebiet drin, nur 200 Meter. Gut, dann müssen wir uns gleich woanders treffen. Ich versuche... Oh, ich höre sie schon schießen, die Jungs. Ja, ich bin auch ordentlich im Kreis drin, lustigerweise. Ich gucke gerade so ein bisschen aus, wo ich denn hier bin. Aber diesmal hat man Glück eigentlich. Weißt du, wenn du, was scheiße ist, wenn du in diesem, quasi, macht nichts. Wenn du da im Westen bist, ne? Und auf einmal wird diese blaue Arena dir Richtung Osten angezeigt, ne? Also hauptsächlich im Osten. Dann hast du geloost, das kann ich dir gar nicht sagen. Dann kannst du auch damit rechnen, wenn du nicht unbedingt noch ganz schnell ein Fahrzeug findest, dass du das auch nie packen wirst. 200 Meter nah dran bin ich schon in meiner Position. Also ich gehe jetzt den Berg hoch. 140, ja, ich kann dir jetzt sagen, wo ich bin. Ja, warte, lass mich erstmal in die Arena kommen, dann. Das ist mir jetzt im Moment erstmal wichtiger. Du kannst den Marker auf deinem GPS erkennen, das ist natürlich ein Vorteil. Ja. Ich hab's jetzt bis auf 15 Meter bestimmt, meine Position. 3 Minuten noch. Du kannst auch, wenn du auf der Karte bist.
Oh, Scheiße. Das sollst du aber schaffen in 3 Minuten. Ja. Ich bin bei 028 056. 027 056. Ja, musst du noch ein bisschen laufen, bis du drin bist. Aber ja, du kommst mal in Richtung, lauf da mal einfach geradeaus weiter. Oh, die Osprey. Ja, ich auch. Ich sehe den blauen Strich. Ich laufe auf den Strich zu. Hier, wenn du die Karte aufmachst, da gibt es doch das Ende der Straße, ne? Lass uns da mal treffen, am Ende der Straße. Ein Schatzelein. Gerne. Lass mich erst in dem blauen Feld sein. Ich habe ein bisschen Angst hier. Ich werde mich in einen Busch stellen. Ich bin jetzt in der Arena. Hier sind auch gleich ein paar Büsche. Da werde ich mich reinstellen. Und dann werden wir mal gucken, wo wir so sind. Und dann. So, jetzt bin ich im Busch. Bin in der Arena drinne. Bloß die Arena ändert sich ja jetzt ständig, ne? Mhm. So, dann sag mir mal. Wo du bist. Ich gehe aufs Ende der Straße auf 026 050 ungefähr. Das ist ganz am Ende der Straße. 050? Ja, 026 050, relativ mittig in der Arena. Gut, da komme ich dann hin. 026 050. Du okay. Weißt, welches Ende ich meine, ne? Ich habe mir Marker gesetzt. Ja, ich weiß, welches Ende du meinst. Bei mir sind es noch 300 Meter. Bei mir sind 500 Meter. Viel mehr. Wenn das jetzt, aber das müsste es sein, ja. Oh, das könnte ja. Hoffentlich überlebe ich das. Ich bin jetzt hier gerade durch den freien. Ach, 500 Meter, das ist da oben auf dem Berg. Das bedeutet, das war ja Luftlinie, habe ich ganz vergessen. Da steht ein Auto. Oh, da steht ein Turm da hinten. Aber das ist, glaube ich, der sinnvollste Weg. Weil ich ganz einfach glaube, dass wenn du dich mittig dieser Arena aufhältst, dass du schneller dann auch, wenn sie sich wieder verändert, ne? Mhm. Ich habe eine Waffe, ich habe 2 Medipacks, also grundsätzlich müsste eigentlich die Ausrüstung... Ich habe keine gute Waffe, aber normalerweise mit der PDW kommt man auch schon. Nochmal, wenn... Ich bin sowieso nicht so jetzt unbedingt der absolute Held bei dem Spiel. Dann reicht eine PDW eigentlich auch aus. Ich habe noch 220 Meter. Hast du schon Weste und Rucksack? Ich habe Weste und Rucksack, habe ich, ja. Bilderkittel, Wissenschaftskleidung gibt es hier noch. Tarnweste. Ich habe eine taktische Tarnfleckweste. Wie ich denn nochmal? Ich behalte die taktische Tarnfleckweste. Ja, noch 2 Hüte, Alf. Ich habe ich habe einen Helm auf. Ich habe noch 110 Meter. Ich habe einen schwarzen Hut, da steht schwarzer Hut, aber in Wirklichkeit ist er rot. Ja, du weißt doch, wie das ist. Ich hatte vorhin hier so ein Kopftuch. Und wenn ich das so gesehen habe, im Inventar war es so ein buntes. Wenn ich es auf hatte, war es ein getarntes. Also, weißt du, mit so... Rennst du da schon den Berg hoch? Ich renne den Berg hoch. Jetzt bin ich bei der Straße. Da ist so eine kleine Hütte, da bin ich drin. Da unten in dem Haus, oder was? Mhm. Gut. Nee, zeig mir mal. Witzig. Hier, komm rein in die kubische Stube. Ah, dankeschön. So. So, warte mal. So, wollen wir mal ganz kurz. Ich passe auf, guck du mal auf die Karte. So, nee, hier, warte. Da, diese Waffe, dann habe ich dafür wie viel mal. Oh, das ist natürlich keine schlechte Waffe. Also, du hast ja wirklich immer Mehl dabei, ne? Dann haben wir hier noch Magazin. Für was denn? Achso, ich könnte ja eigentlich auch mal aufräumen. Ein G haben wir hier noch. Das brauchen wir nicht. Brauchst du ein Visier? Ich habe ein MRCO-Visier.
Ja, nehme ich. Gut, habe ich die da Ist hingelegt. das hier Tracer-Munition 5,56? GP90? Keine Ahnung. Kannst du das gebrauchen noch oder das noch gebrauchen? Wie wechselt man Rauch rein? Weißt du das? So, wo ist denn das? Achso, hier, ich sehe schon. MRCO. Ah, ich kann das gar nicht drauf machen auf meine Nee. Waffe. Was ist das denn? Nö. Ja, dann passt es halt nicht auf diese Waffe. Ich kann es nicht ändern. Es war jetzt nur ein guter Wille von mir. Ja, kannst du es auf deine Waffen tun? Nein, kann ich nicht. Ich kann zwar nochmal versuchen, aber ich meine, ich hätte es schon probiert. Warte. Ja, ich habe ja hier noch eine Doch, Waffe kann hingelegt. ich. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja der Hammer. Guck mal. Auf meine PDW. Hier, warte, was liegt hier? Was habe ich? Die PDW 2009 mm. Hast du die schon? Ey, warte mal, PDW, das ist ja geil. Da haben wir noch Munition, 19. Ja, ich habe auch Munition für die PDW mit. Genau. Danke, die PDW ist klasse. Also jetzt habe ich eine PDW mit einer geilen Visier. Aber vor allen Dingen, da kann ich auch mit ranzoomen. Ich Habe würde ich hier noch? sagen, Mal ganz kurz gucken. Ich habe nur ein Magazin für meine da AK. Wie unten das sind zustande? wir. Okay. Aber wenn du nachlädst, ist ein Magazin weg, ne? Der Kreis hat sich gerade verändert. Wo müssen wir denn hin? Ja, wir sind noch innerhalb. Also. Ich werde die PDW hier auch mal vorsichtshalber noch mitnehmen. Da hast du aber kein Magazin für, das habe ich mir genommen. Achso, gut. Weil Ja, ich nee, habe, dann lässt du das hier. ist scheiße, wenn wir beide die gleiche Waffe haben und müssten da gleiche Munition haben, weißt du? Ja, ich pack noch die Munikisten hier ein. Ja, vielleicht findest du ja Naja, noch du die hast. Waffe dazu. Aber das wird jetzt eh nichts mehr. Wie viele Ja, ich muss Leute? ganz ehrlich sagen, wenn du ein Magazin nachlädst, dann ist das alte Magazin weg, glaube ich. Kann sein. Wir sind auch nur noch 3, 6, 9, 10 Stück noch. Bist du schon raus? Ja, ich bin raus. Ich stelle mich hier gerade in den Busch. So, noch mal Karte auf. Wir sind da. Da ist noch Camp Tempest und die drei Gebäude, von denen ich komme. Camp Maxwell ist dann noch. Ja, ich würde sagen, wir gehen in dahin. Ungefähr Richtung Camp Tempest. Da sind noch so drei Warte, Gebäude. Camp Tappels, wo ist denn das? Ach da, also Richtung Küste. Mehr Richtung Mitte gehen wir. Ja, ist ein bisschen weiter oben. Da sind so drei Gebäude. Ja, das ist aber schon am Strand fast. In die Richtung, ja. In die Richtung auf jeden Fall laufen. Wo bist denn du hin? Ich finde dich Ich mal bin wieder. neben dir im Busch. Warte mal, lass uns noch mal Also. ganz kurz, kann man Ka Koordinaten mal kurz austauschen? Ja, gut. Also Richtung. 028 und 037. 028. 037. Camp Tepesstraße nach rechts hoch. Und dann sind da noch so zwei, drei Gebäude. Relativ mittig auf der Karte. Und 038 oder was? 028 und 037. Oder 03 038. 037. Drei Gebäude sind da noch. Scheiße, ich habe mich jetzt vertan. 028. Warte mal. Du gehst von Camp Tepes die Straße nach rechts hoch. Camp Tablis, rechts hoch. Die drei Gebäude da. Okay. Eins Komma zwei Warte Kilometer. mal kurz. Zu ihm gelaufen. Ich bin gelaufen, ja. Gut. Ach du, bist doch da geblieben. Du Ja, hast auf wo mich bin gewartet, das ist aber nett von dir. Dann ich? Ja, los. klar. Da vorne. Das ist natürlich ein Heidenweg jetzt, ne? 1,1, ja, aber der Vorteil ist, es ist mittiger. Wie geht man denn schneller hier? Ich kann hier den Berg gar nicht schnell runterjoggen. Kann ich auch nicht. Doch, jetzt geht's wieder. Ist natürlich nicht schlecht hier mit den Bäumen. Ja, Glück und der Letzte bringt sich selbst um. Sehr praktisch. Ein Kilometer ist natürlich ganz schön Strecke. Sag mal, diese Sniper, die man hier findet, wo du auch Munition für hast, findet man die überhaupt? Also gibt es die? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen.
Ich kann hier schon wieder nicht mehr runterlaufen. Ja, es geht mir genauso. 900 Meter. Warte mal kurz. Ich sehe dich nicht mehr. Auch nicht. Müsste aber irgendwo vor mir in den Büschen sein. Na da, ich sehe dich. Oh, wir kommen gleich wieder in den Kreis rein. Der Kreis hat sich hier ist kleiner geworden. Ist gut, dass wir losgegangen sind. Ja, muss ich auch sagen. Ich komme nicht schnell genug den Berg hoch. Ja, das schaffst du aber noch. Ich bin jetzt wieder im Kreis drinne. Hier ist ein Auto. Aber ich würde sagen, das ist zu gefährlich. Ich warte hier oben auf dich. Der Kreis verändert sich so schnell. Na, alle drei paar Minuten ist das so. Die Osprey, die werfen manchmal so Versorgungskisten ab. Daniel, wo bleibst du denn? Ja, ich bin gleich in der Restrict Area. Jetzt bin jetzt, dran. Jawohl. Das ist das Problem, er schleppt seinen Körper im Berg hoch wie so eine Leiche. Lass uns hier im Busch gehen, was gucken. Kann ich schon ein Medipack benutzen? Warum hast du Schaden genommen? Nee, aber ich hätte mir die gerne anders. Kannst du die benutzen, nur wenn du Schaden nimmst? Ja, ne? Ja, ja. Lass uns wieder in die Richtung von diesen drei Häusern, die wir anvisiert haben, weil es ist besser, weil das ist mittiger. Ja. Hast du? Ich komme, wo bist du? Ich bin hier mal ganz kurz in den Tag gucken. Ja, vielleicht ist noch ein Medipack hinten drin, genau. Nichts drin. Gut, okay. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich bin hier runter. Ich bin Richtung diesen drei, ich sehe dich doch da. Ich hatte gestern, als ich mit den anderen gespielt habe. Was war das? Hast du die Explosion gehört? Kann schon sein, dass hier irgendwo wieder Bombardements sind. Oh, Bombardements? Wo ist denn das? Gar nicht hier. Okay, was wolltest du sagen? Also ich wollte sagen, gestern, wo ich mit den anderen gespielt habe, hatte ich auf einmal das Problem, dass ich nur noch gegangen bin. Ja. Es sei denn, ich hatte Shift und ich konnte das nicht mehr wegmachen, nicht mit rechter Maustaste. Und das hat mich gestern ganz schön tierisch genervt. Also und dadurch bin ich auch einmal gestorben. Also hatte ich auch schon mal. Ach. So, ich bin jetzt hier in den Büschen. Der geht so langsam mit Berg hoch. Ja, ja, das ist scheiße, ist das. Noch 600 Meter, also ich glaube, wir müssen sogar noch mal einen Berg runter und noch mal hoch, bevor wir da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Aber wir müssen in die Richtung. 2 Minuten, dann ändert sich der blaue Zirkel wieder, so wie sich das hier nennt. Aber was sagst du denn jetzt zu Battle Royale von Arma 3? Ist auch geil, ne? Ich meine, gut, das ist dein erstes Spiel, aber... Das haut mich jetzt nicht so um. Ja, aber mit den Zombies war doch immer scheiße. Ich finde das hier schöner. Das ist so einfach gerade. Ja, das ist im Moment noch einfach, ja. Aber das Schöne ist halt, du wirst immer anders rausgelassen aus dem Flugzeug. Und ich bin schon im Osten, bin ich auch schon gelandet, im Wasser. Also, dann siehst du alt aus. Also, ich habe die Arena hat sich geändert. Ich bin jetzt gleich wieder in der Arena. Kommst du? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, ich schleppe meinen Körper hier so über den Berg. Er geht hier immer mit Zielvisier, auch mit Linksklick mache. Und ich habe jetzt das, was du hast. Er geht nur so langsam im taktischen Modus. Ich weiß nicht, wie ich das rauskriege. Also hier runter, den Berg kann man ganz gut runter joggen. Runter geht. Ich bin auch wieder im Feld drinne. Das sieht also... Aber es gab auch noch keine Meldung. Jetzt hier unten. Ja, jetzt genau. Jetzt ist es. Hier unten ist es sehr neblig. Also, das könnte dann auch gefährlich werden. Ich will mal gerade auf die Karte gucken. Ich bin hier unten in so einem Busch drin. Ja, der Kreis ist kleiner geworden. Also, wir müssen auch weiterhin. Camp Maxwell. Bist du gerade an mir vorbeigelaufen? Kann sein. Ich setze mich jetzt hier im nächsten Busch. Nee, wir müssen erst an den drei Häusern sein. Karte auf. Aha. Camping, nee, ich würde sagen, wir gehen wieder weiter Richtung Mitte.
Richtung Mitte. Das war Pampa, aber ich würde sagen, wir gehen dahin. Wir looten jetzt noch die drei Häuser und dann gehen wir Richtung Mitte. Ja, ist gut. Ich habe noch 170 Meter bis zu den drei Häusern. Da könnten natürlich schon welche 200 warten, ne? Meter habe ich noch. Wie viele Leute sind denn noch im Spiel? Ich glaube, 8 dürfen es noch sein. Wir müssen jetzt sowieso ein bisschen warten. Ich würde das Haus von außen länger angucken. Ich kann das Ding hier auf 300 Meter Entsiegelung Ich nehmen. bin hier auf der Straße jetzt. Da ist so eine Anhöhe. Warum packst du dich nicht einfach da drauf? Du hast noch ein Visier. Ein Fernglas hast du auch. Ein Rangefinder auch. Da hinten sind die drei Häuser. Oder das, was davon übrig ist. Das sieht aus wie Ruinen. Da unten ist auch ein Auto. Aber ich weiß nicht, ob das regulär da ist. Das sind Ruinen, das ist die Explosion, die wir eben gehört haben. Ich glaube nicht, dass das regulär Ruinen sind. Und Dann das Auto ist lass eigentlich uns nicht regulär. lieber. Da läuft Das einer, ist. bist du das? Ja, das bin ich. Gut. Hier, ich gehe gerade zum Auto, ne? Ich sehe dich. Was ist denn da in der Hütte da drin? Ist da jemand oder? Ja, gucken wir gleich mal rein. Ja, ich weiß es noch nicht. Also los weiter. Hallo. Guten Tag. Wir sind gerade in der Aufnahme. Hallöchen. Hallöchen. Hallo, gerade noch. Hallöchen. Das ist irgendwie schon Standard, wa? Ja, das ist jetzt reiner Zufall. Normalerweise ziehe ich uns ja immer in Ich anderen weiß. Channel, aber das Mal habe ich es vergessen. Wir spielen gerade Battle Royale. Ich check die Ich Hütte weiß. durch. Hütte ist sauber. Und da liegt was. Da ist eine Weste oder sowas. Mal gucken. Inventar. Wir müssen Eine wieder. taktische Weste in Oliv und ein Piloten-Overall. Wir müssen weiter in die Mitte. Lass Ja, mal uns. wieder Battle Royale spielst, nehme ich mal mit. Ich habe das noch nie gespielt. Nee. Nein, Mann, komischerweise noch nicht, ey. Noch nicht einmal. Obwohl ich es voll witzig finde. Ja, das mag. So. Ich hopp jetzt hier ins Auto rein. Das hat nicht mehr ganz so viel Sprit, aber es führt uns ein bisschen Richtung Mitte. Ja, aber das Problem wird, man wird uns schnell hören, ne? Ja, Fahr! ich werd nicht weit fahren. Der blaue Zirkel hat sich geändert. Oh. Naja, hat sich. Oh mein Gott. Ja. Bist du denn schon. Wir müssen raus. Ich glaube, ich habe geblutet. So, dann lasse ich euch zur Hilfe schon mal wieder mit euren Ja. Zuschauern alleine. Alles klar, Wolle. Ich sag alles Übrigens, der alleine. hat das gestern nicht gleich runtergeladen. Ich musste heute Nacht nochmal anstellen. Aber jetzt bin Echt? ich wieder auf ein Update hier bei Breaking Point. Nur Ja, zur bei mir ist Info. er fertig. Bei mir Ja. ist er komplett fertig. Ich wollte eigentlich schon mal angefangen haben, aber dann ist der Daniel gekommen. Der wollte gerne Battle Royale spielen und deswegen ist das so gelaufen. Ja, melde mich nachher, wenn du noch Bock hast, ne? Alles klar. Nein. Ja. Gut, bis später, Leute. Ich Fahr noch ein hab bisschen rechts. Sind wir den Nee, Depp links gefahren? musst du fahren, links musst du fahren. Ja, ich sehe das schon. Okay. Also. Wie geht's dir? Blutest du? Ist bei dir alles fit? Ich glaube, es ist alles fit. Gut, bei mir auch. Der hat irgendwas getroffen, nur uns nicht mitbildet. Ja, aber wo war der? Hey, ich habe keine Ahnung, da hinten wurde irgendwas abgebrochen, als ich mich umgedreht habe, habe ich da so viel gesehen. Ja, wir sind wieder im Kreis drin, wir sind geil. Klasse. Auto hat uns gut Deckung geboten. Drei, sechs, acht Leute immer noch. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt so weit wie möglich mit dem Auto zu kommen. In die Mitte. Und Ja, dann zwei das Auto Frauen. irgendwo abstellen, weil du merkst, ne, mit dem Auto bist du sofort auffällig, ne? Na, aber der Typ kann gar nicht schießen. Nee, der. Ich hätte ja an der Stelle hätte ich ja auf die Reifen geschossen erstmal. Ja, Völle kann er aufs Cockpit drauf gezielt. Das Ja, hat der die auch wollte so uns gemacht. rausschießen. Wobei Ja. das auch ab und zu klappt, ne? Gar keine Frage. Aber in dem Fall irgendwie nicht, obwohl ich gar nicht mal so schnell war. Nee, war es da auch nicht. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir rausgeschossen werden. Dachte ich eigentlich auch. Es ist schon gefährlich, hier ein Auto zu nehmen. Aber das sind halt die Erfahrungen, die der Das ist Lex gut. und ich auch schon gemacht haben. Aussteigen, jawohl. Ich will mal gerade gucken. Nee, ich kann mich auch nicht behandeln. Also ich sehe eigentlich ganz gut aus. Mich auch nicht, aber ich kann auch nicht schnell laufen. So, komm, Voll lass nervig. uns. Wollen wir Ich uns einen kann den Marker Berg nicht setzen? hochlaufen. Ist das blöd? Ja, und wenn der Ups. Oh, Scheiße. Mein Gott, hast du mir jetzt einen Schrecken eingejagt.
Ja, war ein Versehen. So, okay. Bist du verletzt oder was? Nö, nö. Ah, jetzt. 300 Meter von der Mitte entfernt. Ja, lass uns mal, ich laufe hinter dir her. Weil ich habe mir jetzt keinen Marker gesetzt. Wie üblich, wie auch in DayZ immer. Soll ich mir eine rote Fahne auf den Kopf binden oder was? Ich kann nicht laufen, kannst du hier den Berg runterlaufen? Nein, der geht nur langsam runter. Musst du schräg gehen, dann läuft er schneller. Oh. Schüsse von der anderen Seite. Ich bin verwundet. Steckt dich irgendwo. Ja, mache ich gerade. Ist von der anderen Seite des Berges, ne? Was macht denn der Kreis? Da Ja, steht noch. wir sind eigentlich auch noch mittendrin, ne? Naja, der Typ, der kann auch gerade knapp. Ich kann leider nicht im Berg hochlaufen, das heißt, er wird gleich wieder auf mich feuern. So, ich sprinte jetzt wieder ein bisschen weiter zurück Richtung Auto. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Gut, ich sehe dich dann. In welche Ja, Richtung hier. willst du denn laufen? Bisschen weg von dem Aber Typen da. wir müssen versuchen, aber trotzdem innerhalb. Er schießt schon wieder auf uns. Ich merke es gerade. Your map has been updated. Das bedeutet, wir sind immer noch im Kreis. Wir müssten eigentlich Richtung. Ja, dahin. Hab schon markiert. Komm mal weg hier. Und dann können wir gleich auf ihn warten. Ich habe ihn nicht mal mehr gesehen, Alter. Nee, weißt du, wenn du da irgendwo in Büschen stehst. Du kannst hier hochlaufen. Ich kann es Ja, nicht. so geduckt kann ich ganz gut laufen. Jetzt Da kann ich auch oben nicht ist, mehr. da oben geht einer. Stopp, stopp, Alf, hinlegen. Soll ich ihn ballern? Hat kassiert, ist tot. Geil, hast du super gemacht. Gucken, was er dabei hatte. Eine Waffe. Ach! Scheiße, weißt du noch? Der schon wieder an, Alter. Weißt du noch, wo der war? Wo bist denn du überhaupt? Ich crouche schon zu ihm hin, ich sehe ihn. Seine Leiche liegt hier. Tauchanzug. Er hat eine 5-7 dabei. Rucksack, Daniel, wo, PDW. Daniel, ich weiß nicht, wo du bist. Scheiße. Ich hätte. PDW hat er dabei. Hat er noch Munition oder so? Zieh ich mir gerade rein. Ach, da bist du. Ja, hat er. Die kann ich haben, ne? Zieh dir raus, was du brauchst, aber beeil dich. Der Typ, der da feuert, ist immer noch irgendwo da, ne? Also, der hat da auch nichts Besonderes, wenn du so willst. Der hatte noch nicht mal Rucksack oder was? In so ein Gebüsch gelegt, weil ich hier schon wieder Schüsse von sonst wo höre. Ah, ich sehe sie auch, der schießt mit Leuchtspur. Der ist ungefähr mittig von uns. Alles. Scheiße. Hast du ein bisschen was? Sekunde noch. Du weißt, ich bin ein bisschen älter. Da hat er noch PDW, genau. Alles klar, wir machen uns weg. Wo bist denn du? Hier im Gebüsch, nicht weit von ihm. Da sehe ich dich, alles klar. Ja, wir müssen auch in die Komm Richtung, mit. ne? Genau. Hier, guck mal, hier ist ein Gebüsch. Wo bist Da du denn? ist noch ein. Bisschen über dir. Hier, da.
Hallo, Al. Ein bisschen, ach da, alles klar. Packen wir uns jetzt hier in die Gebüsche und warten. Das wird mir zu eng. Ja, genau. Wollen wir nicht auf einen erhöhteren Punkt gehen? Ja, rechts können wir hoch. Wir sprechen noch nicht darüber, wie es sein wird, wenn wir beide alleine sind, ne? Nee. So, hier, das ist erhöht genug. Jetzt hier in den nächstbesten Busch. 2 Minuten. Mal eben ganz kurz Karte checken. Ich habe eben den Rand des Kreises gesehen. Wo sind wir denn? Oh, jetzt ist kleiner geworden. Ich glaube, wir müssen laufen. Nee, wir sind drin. Ich bin drin. Ja? Ich bin am Rand, ich bin drin. Ich auch. Also noch enger. Das wird also ein Landkampf werden. Wird nicht am Wasser stattfinden. Ist ja Wahnsinn. Du liegst hier auch irgendwo in den Büschen, ne? Nein, ich bin ein bisschen tiefer gegangen. Ich gehe jetzt tiefer in die Büsche. Ich gehe jetzt als in die Ego-Perspektive. Bin da, ich schon. Da kann man besser dann kämpfen. Ein bisschen absuchen. Spiel Daniel, das ist eine richtig... Das macht richtig Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, soweit... ich bin zwar schon mal weitergekommen, aber... Jetzt hat man auch schon mal einen Gegner und alles, also... Alle Achtung. Auch erwischt. 5 Leute sind wir noch. Also 3 Gegner erstmal. Ja, 2 werden sich gleich platt machen, hoffe ich. Der Typ auf dem Berg, der kommt nicht rechtzeitig rein. Solange es auf die Berge hochgeht wie wir, kommt er nicht rechtzeitig rein. Jetzt heißt es abwarten. Richtig, jetzt geht das Gekämpfe los. Die anderen werden dasselbe tun. Mhm. Wir fahren eine Battle Royale, 2 Spieler sitzen jetzt am Rand irgendwo. Die sind nicht keinen Meter mehr. Ja, aber weißt du, ich will dir eins sagen. Wir sind in einer glücklichen Lage, eigentlich eine gute Position zu haben. Ja. Wie lange das noch so bleibt. Ich gucke ja die schon. Die anderen Spieler werden alle liegen. Mich jetzt fast nicht mehr im Laufen fortbewegen. Ach, weißt du was? Jetzt geht das Dings da nicht mehr. Wenn du visierst, wenn du zielst, ja. Wenn du wieder aus dem Zoom rausgehst, ist wieder da. Ich bin bei Arma 2. Achso, Stimmt, du hast recht. Man müsste theoretisch noch ein Stückchen runter. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen runter machen. Versuch mich, wenn du mich abschießt, dann erst zum Schluss, also. Ja, na klar. Weiß ja ungefähr, wo du bist. Ich kann jetzt den anderen Berg gut einsehen. Das Gebiet ist schon verdammt klein. Komm, hier krabbelst du mit dem Helm. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Ja, das bist du, alles klar. Ich will hier vorne zu den Alf, Büschen. Wir sind schon in der Mitte. Das reicht jetzt. Ja, ich will wenigstens in den Büschen hier. Du liegst da im Busch, ne? Gucken bergauf hier. Da liegt einer, das bist doch du, ne? Ja, ich liege hier im Busch. Ah, ich dachte, unter so einem Busch, ja. Ich habe schon ein bisschen Angst jetzt gehabt. Weil du gesagt hast, du krabbelst gerade.
In 2 Minuten. Ich bin immer noch drin, du auch. Ist er schon wieder kleiner geworden? Tatsächlich. Ja, wir beide sind aber noch drin. Ja. Ich höre die Osprey. Wenn, dann müsste ich in die Richtung laufen. Wir müssen nicht mehr laufen. Es wird jetzt hier gleich entschieden. Wir werden noch ein bisschen außerhalb rumdümpeln, werden dann gleich reinkommen, dann geht's hier los. Heieieiei, heia Safari. Oh, in 60 Sekunden nochmal. Das sind die anderen auch. Noch 5 insgesamt, aber das hatten wir ja eben schon. Solange wie wir uns nicht bewegen müssen, ne? Kann sie sicher sein, dass die alle nur noch 10, 15 Meter von uns entfernt sind, sie auch ein paar Büschen liegen. Gut. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Also im Moment ist bei mir die Spannung sehr hoch. 5 Minuten noch in der Runde. Ich bin tot.